Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Cast Nummer 2176. Nächstes Match aus der Asia-Region. Wir haben dazu den Zerg in Rot. Das ist Rex. Und der spielt gegen den Spieler hier in Blau. Der heißt SCV, spielt aber Protoss. Nicht sicher, was da schiefgelaufen ist. Lustigerweise, SCV hat auch mit der anderen Rasse gespielt. Die war aber Zerg. Also er heißt SCV. Vielleicht mag er einfach. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären, warum er so heißt, aber dann Zerg und Protoss spielt. Er hat nur wenig Zerg gespielt, ein bisschen in seiner Karriere. Hauptsächlich ist er Protoss-Spieler. Ist ein sehr junger Protoss aus China, gerade mal 20 Jahre alt. Und kämpft sich so die letzten Monate im Ranking hoch und ist jetzt eben auch in der Asia-Region in ESL-Turnier vertreten. Währenddessen Rex ist ein altbekannter Name, der ist schon einige Jahre unterwegs. Ein Zerg aus Taiwan, war damals ganz infamos für seine Swarmos-Strategien. Als Heart of the Swarm ein Thema war, hat er sehr, sehr viel Swarmos gespielt. Bisher, glaube ich, ausschließlich Swarmos eine Zeit lang. War auf jeden Fall sehr fleißig mit Swarmos. Ja, und wir haben ein ZVP. Wir sind auf Ancient Sistern. Und dann haben wir eben einen Veteran gegen den Jungspund. Da geht es eben auch darum, sich im Turnier weiterzukämpfen. Weil das ist die Gruppenphase. Es ist zwar Gruppenphase, aber es ist eine Swiss-Style-Gruppe, eine große Gruppe allerdings auch. Also es ist, man kennt das von den typischen Vierspieler-GSL-Gruppen. Das heißt, man spielt sein Match Nummer 1, dann spielen die Gewinner gegeneinander oder die Verlierer gegeneinander und dann eben einer kommt weiter, einer fliegt raus und die zwei Verbleibenden spielen dann nochmal gegeneinander. Das ist eine Swiss-Style-Gruppe, das Schweizer System, Schweizer Turniersystem, das es da gibt. Und das ist hier auch so in der Gruppenphase, aber in der 16-Mann-Gruppe. Das macht die Sache ein bisschen eigenartig. Aber man hat Minimum 3 Spiele, quasi wenn man dreimal verliert oder wenn man dreimal gewinnt. Also wenn man dreimal verliert, ist man raus, wenn man dreimal gewinnt, ist man weiter. Und entsprechend trifft man immer auf Leute, die entsprechend im Vormatch genau das gegenteilige Ergebnis haben. Und das ist, glaube ich, ein Match aus Runde 4 von den beiden, wo die aufeinandertreffen. Das heißt, die hatten beide schon Sieg und Niederlage. Und so langsam filtert das durch, quasi wenn die jetzt hier... Der hier gewinnt, kommt dann noch in die Runde 5 und kann da dann nochmal ums Weiterkommen kämpfen. Was sind das schon? Ein paar Spieler weiter, ein paar Spieler rausgeflogen. Das sollte soweit das System sein. Das haben wir in den anderen Gruppen auch, das System. Es ist ein bisschen... Es sieht ein bisschen erschreckend auf, wenn man das auf Papier sieht. Weißt du, was ist ein Riesenball an Tabelle. Aber am Ende von den 16 kommen 8 weiter und 8 fliegen raus. Und man muss halt 3 Matches gewinnen. Das... So kann man sich die Sache relativ simpel runterbrechen. Ja, wir haben einen Zerg vs. Protoss. Das heißt, wir haben die Expansions sowieso. Also Gateway Expansions mit dabei. Was wir aber von SCV bekommen, ist ein Charge-Build. Charge mit plus 1. Also Zealots mit Attack Upgrade, dass sie schnell durch Länge durch können. Währenddessen Rex geht auf sein Roachhorn. Und da sieht man aber auch Vorbereitung für Basis Nummer 3. Ja, das ist eine dritte Basis beim Zerg, ist schon online. Da geht es dann weiter mit ein bisschen Creep. Hier vorne auch ein Spore-Crawler, also ein Safety-Spore-Crawler gegen die Tees ist das. Dass man da vorne Detection hat. Und die Tees kommen auch. Also gut, die beiden, sie sind mehrfach in derselben Region schon unterwegs gewesen. Also sie werden sich kennen. Ein bisschen zumindest. Mit dem Spielstil. Der Overlord hat reingescoutet, aber nicht viel gesehen. Also generell, Rex hat keine Ahnung vom Protoss-Tech direkt. Er weiß, dass eine dritte Basis ein Thema ist. Hat ein paar Adepts gesehen. Aber jetzt keine wirklich großen Infos. Also das ist wirklich einfach zur Absicherung dieses Spore-Crawler vorm Haupteingang. Wir haben nämlich... gerade noch keinen Leertag, das heißt keine Möglichkeit für mobile Detection. Auch die dritte hat einen Spore-Crawler. Währenddessen Stargate-Einheiten werden inzwischen vorbeigeflogen. Darum hat er da das Stargate nach und nach ausgeschlossen als Option. Und es geht weiter mit Roaches und Lingen. Die Adepts gehen mal nach vorne. Plus 2 Attack kommt auch direkt mit dazu. Also SCV pusht einfach seine Attack-Upgrades durch. Die sind ja schneller geworden mit dem letzten Battle Dispatch. Die dauern nicht mehr ganz so lange, die Upgrades. Mit Chrono Boost kann man dann recht schnell einen Sprung nach oben machen. Und wir sind bei Minute 5 und sein Plus 2 macht gut Fortschritte. Braucht damit trotzdem noch 100 Sekunden. So, wir haben hier die Adepts, die werden gefunden von den Dingen. Und der erste wird surrounded, der zweite kann nochmal wegporten. Währenddessen gibt es aber einen zweiten Angriff, nämlich Zealots auf die Basis Nummer 3. Da geht es einfach auf den Spore-Crawler. Der tankt den ganzen Schaden, der wurde auch schon used. Das ist ein bisschen Vorarbeit für die DTs, aber es wird sofort auf den Spore-Crawler nachgesetzt, weil das ist verdächtig, wenn der Protoss einfach nur auf den Spore-Crawler draufhaut. Das ist mehr als verdächtig, entsprechend kommt da... ein weiteres Spore-Crawler zur Absicherung. Darkschwein ist fertig geworden. Plus 2 wird nochmal gechronoboostet. Also das wird wirklich schnell vorangetrieben. Blink alles Nexus und alles abgesetzt. Die Tees sind mehr oder weniger geskippt. Es sind 2 da.
Die versuchen es zumindest mal, aber mit dem Spore-Crawler hier. Wobei, da kann man vorbeiwandern. Ich meine, das ist jetzt nichts, was den DT dann direkt angreifen würde. Wenn das ein DDT sieht, die Länge durchlaufen. DDT kommt am Spore-Crawler vorbei und schafft es einmal durch. Und ja, ein bisschen weiteres, bis das Spore-Crawler muss umgesetzt werden. Drones sind trotzdem in Gefahr, weil eben nichts da war, um den DT abzufangen. Also da macht man als Protoss doch einen Schwung an Damage. So, bei Rex für Schwierigkeiten. Rex hat auch nicht so viele Worker. Er hat sehr viele Einheiten gebaut mit den ganzen Lingen und Roaches. Ist auf 44 Worker zu den 61 beim Protoss. Also das sieht gar nicht mal so schlecht aus für SCV und findet hier auch nochmal zwei Roaches, die er mit den Zealots surrounden kann. Aber dann die restlichen Roaches jagen. In der haben aber noch kein Speed-Upgrade, die Zealots schon. Das heißt, die Zealots laufen da ein bisschen weg. Und die Zerg-Army, sie ist ziemlich massiv. 74 Supply an Zerg-Army. Da kommen dann Blinkstalker als Antwort und die kriegen auch in 5 Sekunden, also vor Minute 7 plus 2 Tech fertig. Schon sportlich, das Timing. Schon wirklich sportlich. Plus 3. Mal gucken, er braucht noch ein bisschen Mineral, dann könnte er direkt auf plus 3 gehen. Mal gucken, ob er das tut. Das ist eine andere Frage. Bisher sieht es nicht danach aus, dass er wirklich einfach voll Upgrades ballert. Aber ne, die Zealots versuchen einen Run-By, werden jetzt von den Lingen gefunden. Können sich durch die Lingen noch recht gut durchschlagen. Dank der Tech-Upgrades waren sie relativ schnell fertig. Aber die Roaches sind das große Problem. Dagegen haben die Zealots keine Chancen. Ja, da kommt das plus 3. Da kommt ein plus 3, auch hier mit Chrono-Boost. Geht schon ab. So, weitere Gateways für mehr Einheiten. Die Stalker ebenfalls in Bewegung, denn vierte Basis wird damit abgesichert, indem man ein bisschen aggressiv wird. Die Zerg-Army stellt sich dem entgegen. Roadspeed in 10 Sekunden. Und ja, die Stalker haben Blink, aber für die Stalker, die hatten es gerade nicht. Da war auf Cooldown gerade mit dabei. Die Dinge versuchen hier, die Wall anzugreifen, da das ein Stalker plus Schildbatterie, die vierte wurde gefunden. Soll jetzt auch angegriffen werden. Overseer wird gesnappt. Ohne Overseer könnte man die Tees hier einsetzen. Man muss den zweiten noch erwischen. Die Basis für die sieht jetzt relativ schlecht aus. Die Stalkers sind gerade nicht in Position. Hier ist auch keine Schildbatterie ready. Der Nexus muss gecancelt werden. Wird auch noch gecancelt. Ja, das sind die Stalkers, um hier diese Zerg-Army jetzt klein zu kriegen. Da kann Blink wieder nutzen. Schildbatterie an der dritten Basis ist mit dabei. Linge pushen weiter. Die Zerg-Army will sie wissen, weil die Zerg-Economy ist nach wie vor nicht so der Brüller. Und es gibt wieder ein bisschen Damage. Es ist hier ein Zealot reingeschickt worden. Der schlägt sich durch ein paar Drones durch. Jetzt ist ein DT mit dem Einsatz. Overseer wurde nämlich gesniped. Doppelt DT mit dem Einsatz. Das heißt, die Zerg-Army kann hier langfristig nicht bleiben. Der Zealot sorgt immer noch für ein paar Schwierigkeiten. Wirft das Mining hier durcheinander. Zerg-Army versucht sich zurückzuziehen zum nächsten Overseer. Schafft das auch. Die DTs leben aber auch gerade noch. Und Rex weiter mit sehr viel Army Supply unterwegs. Die Stalker wandern ein bisschen zu nah ran, blinken dann zurück. Aber er 50 zu 64 in der Eco. Vierte Basis von SCU direkt nochmal versucht. Wenn das dann sein Plus 3 macht, Fortschritt. Jetzt kommt da noch ein Archon irgendwo mit ran. Nicht sicher, wo er den fusioniert. Da fusioniert er den. Er ist dann gleich auch mit dabei. Kann dann aushalten. Das waren die beiden DTs, die für diesen Archon sorgen. Schildbatterie ist da auch noch eine mit am Start. Passalets mit dabei. Protoss Army hält die Stellung. Protoss Economy ist immer noch sehr, sehr mächtig im Vergleich zu dem, was der Zerg da hat. Zerg Army Supply ist ein bisschen geschrumpft. Und man sieht, Resources Lost ist sehr ähnlich. 4.100 zu 4.500. Protoss hat ein bisschen mehr verloren. Aber Protoss hat eine Basis mehr unterwegs. Es gibt noch keine vierte für Rex. Die kommt jetzt erst. Er ist aber immer noch in den Workern hinten und baut weitere Roaches. Ja, das sind das Plus 3. Ja, vor Minute 10 wird das Plus 3 hier fertig werden. Volles Attack Upgrade dann bereits. Und Zealots werden auch nochmal rausgestickt. Die sind dann auch eine umso größere Gefahr. Plus 3 Attack. Die schlagen sich schnell durch alles Mögliche durch. Auch der Archon lasert jetzt richtig hart rein mit Plus 3 Attack. Die Stalker blocken hier ein bisschen Creeper. Es kommt mal das erste Upgrade auch beim Zerg plus 1 Militex zu dem Baning Nest. Vierte Basis soll beschützt werden. Ich soll jetzt auf der anderen Seite merken, hier ist noch keine Basis. Da warten schon ein paar Roaches. Ja, das sind die Protoss Hauptarmee, greift hier an. Als nächstes das Armor Upgrade für SCV. Und da wird drauf gehämmert auf die Roaches. Aber die Roaches können ein bisschen kiten. Wenn das in der Archon hier vorne, der wird als erstes gefokust. Der ist down close Spice, werden mit reingestreut. Die Zealots, ja, sie können den Kampf nicht gewinnen. Aber die vierte Basis ist fertig und läuft. 73, 62 Worker weiterhin. Der Protoss mit richtig starkem Mining. Supply klettert immer noch. Und dann wird das natürlich mit den Roaches schwierig. Wenn das Supply mal maxed out ist, sind die Roaches nicht ganz die effektiven Einheiten. Die Stalker einen weiteren Kampf. Blinkt nach hinten. Die Linge werden gekitet. Wir haben noch mehr Linge unterwegs. Aber es kommt jetzt auch ein Infestation Pit. Also mehr Tech für Rex. Seine vierte wird dann auch gleich mal fertig. Das sind 60er Drone. Kommt gut. Main Base hält nicht mehr so gut durch. Und die Natural wird das als nächstes betreffen, dass die kleinen Mineralienfelder verschwinden. Als neue Basis ist da auch gewünscht. Zealots einfach stumpf laufen über den Creep, über das Zerg-Gebiet. Diese Roach. Jetzt hat er ein bisschen mehr Sorgen, aber Baning ist genau rechtzeitig fertig geworden. Dafür die Stalker pushen auch immer noch. Zealots werden abgefangen. Hier die Stalker werden ebenfalls geblockt. Die Protoss-Army kommt hier nicht durch. Rex mit starker Defensivarbeit lässt da gar nichts zu. Und für SCV kommt dann der Tech-Wechsel auf Robo plus Robotics Bay und Nexus Nummer 5. Also expandieren tut das sehr, sehr fleißig.
Die Probe wird dann auch am Rande gesehen. Die Roaches pushen hier runter. Die Stalker plus Zealots verteidigen. Fight-Off-Kill ist ein bisschen schwieriger für einen Zergmir. Banning-Speed soll noch mit dazukommen. Ja, die fünfte Basis wird gleich gescoutet. Und dann wird die Zergmir wahrscheinlich kurz rüberwandern und versuchen, das Ding zu zerstören. Währenddessen, hier war ein Runby geplant. Und das soll auch noch ein Runby auf die Reise gehen. Da sind sie die beiden halt mega nice. Sind direkte Nachbarn mit ihren Basen. Das macht die Sache umso komplizierter. Das Brodos-Gebiet ist auch schon ziemlich lang gezogen. Das heißt, es könnte hier vielleicht gute Möglichkeiten für Runbys geben. Vor allem, wenn Baninge mit dabei sind. Baning Speed ist noch nicht ganz da. Es dauert noch. Die Zealots werden jetzt nicht hier pushen, lenken ab. Die Zergami aber ebenfalls mit ihrem Runby unterwegs. Da kommt ein Warp-In an Stalkern. Stalker ziehen sie zurück. Das gibt Möglichkeit, um die fünfte anzugreifen. Das ist auch der Plan hier. Der Trupp zieht sich zurück. Probes haben. Bis sie sortieren sich gerade neu. Baninge werden abgefangen, währenddessen Nexus muss gecancelt werden. Und die Stalker können hier gerade nicht weiterkämpfen. Es kommt als nächstes Disruptor. Es kommt aber auch Hive-Tech bei Rex. Und Herr Rex ist jetzt maxed out. Also mehr Einheiten kann er gerade nicht bauen. 65 zu 76 Worker. Brodos Economy immer noch die bessere. Resources Lost immer noch sehr, sehr ähnlich. Die neue Basis mit 24 Probes bereits jetzt schon überstrapaziert. Wird also nicht ewig halten. Mein Main und Natural haben jetzt die Schwierigkeiten. Disruptor jetzt die ersten mit dabei. Baninge werden abgefangen. Probes sterben bisher nicht. Das hat ein Pylon gekostet. Supply Block kurz da, aber das wird direkt wieder aufgefüllt. Baning Speed ist jetzt ready. Das gibt Rex einen deutlichen Power-Schub. Sein Plus 2 kommt, denn dessen kommt das Plus 2 Armor-Upgrade. Oh, ist das Plus 3? Das ist Plus 2. Für die Protoss-Armee. Währenddessen neue Basis dann auch für den Zerg. Seine eigene fünfte. Observer mit dabei gegen den Creep. Disruptor mit dabei gegen die ganzen Roaches. Overseer wird auch abgefangen. Die Zerg-Armee stellt sich hier gut auf. Will die Stalker einkreisen. Und da kommt der Run. Bereits jetzt der Blink zurück. Kommt sehr, sehr früh. Die Kugel kommt, trifft am Rand den Ravager. Ein bisschen was von den Baitingen. Protoss-Armee kann den Zerg erstmal weghalten. Ja, dass ein nächster Runby kommt und das sind jetzt Speedbanes und davon gar nicht mal wenige. Der eine Stalker steht am Weg, aber hier das Ziel sind die Probes. Die Zergami, die Zerghaupter bewegt sich ebenfalls. Das wird jetzt wehtun an dieser Basis. Baninges sind dran, Baninges sind drin. Nein, Probes waren weg. Am Ende der Schaden gar nicht so groß und die Zergami wird hier auch erstmal abgewehrt. Der Baninge von der Cannon rauskommt. Währenddessen hat sich dieser Protoss-Trupp durch den Zerg-Trupp, der hier gestanden hat, einfach durchgekämpft. Baninge war noch nicht ganz fertig, selbst an die Zealots absorbieren das und überleben trotzdem. Ja, und die Roaches waren dann einfach zerrissen, genauso wie der Overseer. Und die Zerg-Army hat nicht auf den Highground gepusht, das heißt, die fünfte ist noch unterwegs. Mehr Disruptor werden gebaut. Also Rex verliert gerade den ganzen Schwung und holt. Er hat zwei Probes nur geholt mit den ganzen Banes, das ist sehr enttäuschend. Ich meine, die wurden teilweise weggezogen. Der Trupp wandert einfach wieder stumpf über Creep, ist komplett egal. Hauptsache, vorwärts geht's Richtung Zerg Natural. Da wird dann auch die neue Basis gescoutet. Die Stalker können noch rüberblinken, wenn es die Stalker versuchen, ebenfalls zu pushen. Aber da Corrosive Biles verteidigen das. Da sieht man jetzt die neue Basis und den Spinecrawler. Blink wurde bereits verwendet, das heißt, man wartet, bis der Cooldown durch ist und dann blinkt man nochmal. Aber die Dinge jagen weit hinterher und die Stalker ein weiteres Mal müssen hier kämpfen. Die Protoss Hauptarmee pusht währenddessen. Da schauen wir gleich, wir verfolgen gerade den Trupp noch, ob der nach Hause kommt. Dann verfolgen wir die Basis auf der anderen Seite. Die Stock kommen sehr angeschlagen nur nach Hause. Aber sie kommen irgendwann. Dann kommen da noch mehr Baninge mehr dazu. Aber es ist währenddessen auf der Seite was passiert. Es gab einfach den aggressiven Go rein. Disruptors sprengen die eigenen Stalker auch aus dem Leben. Aber man hat die Basis gesniped. Die komplette vierte wurde weggerissen. Und dann, okay, Disruptor-Kugeln schlagen auch noch richtig ordentlich an diesem Kampf. Das kostet einiges an Roaches. Auf beiden Seiten droppt das Supply um 50. Wird dann sofort nachgeworfen. Disruptor werden aber gefunden von den Dingen. Mehrere werden surrounded und gefressen. Die Dinge werden am Ende dann doch noch zurückgeschlagen. Plus zwei Attack wird gleich fertig. Und jetzt kommen die Baninge hier von der Seite wieder auf die dritte. Und weiteres Mal die Probes wurden evakuiert und der Probe-Schaden ist quasi. Ist überhaupt eine Probe gestorben? Es ist keine. Noch drei Probes sind gestorben, aber nicht sicher, ob an den Baningen. Auf jeden Fall war das verhältnismäßig wenig. Natural weiterhin gehalten von der Cannon. Und wir haben einen Swarm-Host mit dabei. Aber das ist eher ein Missklick-Swarm-Host, wie es aussieht. Plus drei Armor unterwegs für die Protoss-Army. Währenddessen die Linge jagen hier die Probes an der neuen Basis. Das sind ein paar Cannons und eine Schildbatterie. Disruptor, währenddessen waren auch eigentlich ein paar Ravager waren in der Seite gefunden. Die Zerg-Army ist schon ziemlich ausgedünnt. 137 Supply nur für Rex und seine Economy halt geschwächt durch den Verlust der vierten Basis. Es kommt ein Templar-Archive jetzt noch für SCV. Der ist fast, selber fast Max und hat jetzt wichtigerweise die neue Basis. Hat aber schon wieder Urg an seiner dritten. Da sind dieses Mal Linge drin, aber soll jetzt halt noch das auf. Also trotz der ganzen Bemühungen, Rex macht nicht ganz den Economy-Damage, den er braucht. Stattdessen seine eigene Economy ist mega angeschlagen, hat immer noch weniger Worker. Mining-Fahrteil größer denn je und die Protoss-Armee pusht wieder hoch und nimmt die Basis aus, bevor sie fertig. Nee, nimmt sie erstmal nicht raus, aber dieses Chapter schlagen richtig gut auf Baninge, Roaches und Ravager ein. Trotzdem einiges an Link Baning ist übrig. Dieses Chapter war jetzt gefunden und zerstört nochmal neue, ist hier mit am Start. Der nimmt den Baning raus, gerade so ein paar Linge, glaube ich, und zwei Kills genau gemacht. Dafür gibt es einen Runby an Zealots, da ist der Swarm-Host. Der versucht irgendwas zu tun, der ruft seine
Brütlinge ab, seine Locusts ab, aber er wird selber auch zerschlagen. Die Protoss-Armee währenddessen, die pusht weiter nach vorne. Disruptor wird gerade nochmal selber gedodged, aber Rex wirft jetzt schon das GG, weil er merkt, er ist noch sehr viel Protoss vor seiner Haustür. Und er kann das einfach nicht ersetzen. Sein Supply, wie man sieht, es droppt und droppt und droppt. Sein Army-Supply geht nur noch abwärts, kriegt es nicht mehr wieder aufgebaut. Protoss hat immer noch die bessere Economy und jetzt auch besseres Resources-Lost-Verhältnis. Also die Protoss-Armee dann einfach zu krass. Und der Snipe auf die Basis hat einiges bewirkt. Zudem die Runways von Rex waren halt echt deprimierend. Wenn man bedenkt, was er da alles reingeschickt hat. Er hat gerade mal 4 Probes rausgenommen in diesen 15 Minuten. Das ist echt nicht das, was man sich wünscht als Zerg. Also geht der Protoss hier in Führung. Wir machen weiter auf Babylon. Da ist die Probe noch unterwegs. Da gab es die Expansion. Da kommen direkt Linge von Rex. 6 Stück schon unterwegs. Gut, auf der anderen Seite wird jetzt gerade ein Adept gechrono-boostet. Die Probe hält hier einfach Wache. Dann, okay, nochmal ein Satz Linge. Nochmal ein Satz. 10 Linge bereits. Das ist sehr viel frühe Lingmasse. Wenn das ein Speed-Upgrade noch mit dazu ist, kommt die dann Twilight Council bei SCV. Also interessiert sich nicht wirklich für das Stargate. Und ja, der Adept geht jetzt nach vorne. Der muss halt dann wirklich aufpassen gegen so eine Lingmasse. Wird das ungemütlich. Nicht sicher, ob er da kämpfen möchte. 10 Linge auf dem Feld. Klar, es kostet Drones. Dafür gerade mal 19 Drones auf dem Feld. Dritte Basis wird begonnen. Die Linge knabbern hier erstmal noch die Felsen weg. Ein paar Linge warten da noch an der Seite. Linkspeed ist halt das magische Werkzeug, das man braucht, um den Adept tatsächlich einfangen zu können. Aber nee, man hat die Linge außenrum geschickt, also ein Teil davon, ein paar Linge blieben zu Hause. Der andere Satz geht hier nach vorne, aber die Wall kommt, das heißt, der Stalker steht im Weg. Können die Linge sich da durchsetzen? Es sind gerade mal 3 Stück. Der Stalker flieht jetzt Schilde, jetzt geht's an die Hitpoints, Drops fahren mit raus. Die Linge wollen jetzt scouten und schaffen das auch, den Scout. Sehen hier einmal in der Mainbase das Gateway und das Twilight Council wird gescoutet. Rex hat jetzt auch nur Linkspeed und schickt, momentan der Adept wird nach Hause geschickt. Ein paar Linge werden auch noch in die Netzspiele gebracht. Probes also nicht am Arbeiten, sondern am Kämpfen. Das ist gar nicht mal so verkehrt für den Zerg hier. Und da kommen noch mehr Linge rein bei der Adept. Wie man sieht, der ist nicht breit genug. Der war nicht genügend am Trainieren. Und somit lässt die Linge einfach an sich vorbei. Die Probes müssen also wieder kämpfen. Der Stalker wird gefressen. Das ist ein ziemlich mieses Early Game hier für STV. Hat da jetzt große Schwierigkeiten, diese Linge in den Griff zu kriegen. Wirft auch alles andere beim Durcheinander. Viel Mining wird geblockt. Die Linge ist immer noch eine Präsenz. Immer noch eine Bedrohung dadurch. Next Adept kam jetzt hier mit ran. Damit sollte man das früher oder später in den Griff kriegen mit den ganzen Adepts hier. Aber dafür ist auch am Twilight Council noch nichts vorangegangen. Es hat noch kein Upgrade erforscht. Und es wird auch gerade, das erforscht gerade nichts. Das müssten die Linge auch noch gesehen haben. Mehr Linge werden gebaut hier für Rex. Währenddessen noch ein Adept. Die Props müssen nochmal wegfahren. Also diese Linge-Aktion hat sich echt gelohnt für den Zerg. Zwischen Worker-Technisch ist er dran mit 38 zu 38. Er baut den nächsten großen Satz an Linge. Währenddessen kommt Resonating gleichzeitig, aber es kommt halt sehr, sehr spät. Zudem auch Nerobo und weitere Gateways. Dritte Basis ist inzwischen fertig. Da kommt nochmal ein Safety-Spine-Crawler. Da werden Roaches jetzt auch gebaut. Weiterhin Rex macht den Stil, dass man eben nicht so mega viele Drones baut, sondern sehr Army-lastiger Zerg-Stil. Aber in dem Fall, man sieht es im Mining-Protoss, hätte da eine kleine Führung gehabt. Das wurde immer wieder unterbrochen durch die ganze Ling-Nerf-Geschichte. Und wenn die Adepts hier rausgehen, sind sie in große Gefahr. Die haben noch kein Resonating-Glyphsen. Es sind viele Linge auf dem Feld. Es sind 5 Adepts, es sind bereits 26 Linge da. Es kommen nochmal 16 mit dazu. Die werden jetzt gesehen. Die Adepts kann man eigentlich direkt jagen. Stattdessen jagt man aber erstmal den Shades hinterher. Die werden nicht durchgezogen. Die Linge starten ihren Run-By. Das sind aber nicht alle davon. Ist die Wall offen? In der Wall stehen noch mehr Adepts. Da wird gescoutet nach einer dritten. Dritte existiert aber auch noch nicht. Sondern Protoss ist auf 2 Basen mit Resonating-Glyphs und War-Prism. Währenddessen, hier ist die restliche Sorgenmasse. Mit Ravage schon auch unterwegs. Spork-Holo kommen auch nochmal zur Sicherheit. Also er traut dem Protoss dazu, durchaus nochmal die TTs zu bauen. Und ja, das Upgrade kommt in Kürze. Die Adepts gehen auf Wanderschaft. Aber es ist sehr viel Sorgenmasse dafür da als Antwort. Also die Adepts treffen jetzt nicht auf einen komplett unvorbereiteten Sorg, sondern Rex hat hier schon zu viele Einheiten gebaut. Hat da wahnsinnig viel und nicht so viele Probes. Wenn das ein Attack hier, weitere Adepts werden reingehauen. Das ist keine Schildbatterie hier, aber wie man sieht, die Blockade dieses Mal ist da. Der Pylon macht nämlich den Eingang enger. Das heißt, der Adept ist auch genug, um das aufzuhalten. Resonating Glaives ist jetzt ready. Adept-Masse 15 Stück. 47 Linge auf dem Feld. Mehr und mehr Roaches. Auch Leertech kommt jetzt. Wenn das ein Robotics Bay noch unterwegs. Overslot scoutet über die Mainbase. Die Linge checken nochmal die Lage. Es ist halt Two-Base vom Protoss. Also ein bisschen Druck ist da auch mit dabei, dass man Schaden macht, weil die Mainbase wird nicht mehr so lange halten. Also zumindest die kleinen Felder werden nicht mehr so lange halten. Ja, Overlord wird dann zerstört. Die Adepts trauen sich nicht rein. Die Linge währenddessen scout nochmal die Probe hier. Dritte Basis wurde nicht gesetzt. Aber SCV kann zumindest alles ohne Probleme abwehren.
Verteidigung passt dann soweit, hat da keine weiteren Props verloren. Das ist ja zwei Stück und ein Stalker, also generell Einheiten verloren, wie man sieht, 25 Klinge. Aber es war halt viel die Economy gestört und das Early Game vom Protoss ein bisschen ruiniert. Da kommt jetzt War Prism Speed und Disruptor als nächstes. Zudem auch Blink, wenn das ein Baning Nest für Rex und noch mehr Drones, 51 zu 45. Die Dinge scout nochmal ran, aber da sind so viele Adapts, dass wir die Dinge nicht schaffen in der Masse. Bräuchte man noch deutlich mehr, weil dessen wurde das War Prism aber gesehen und wird weiter verfolgt. Dass das keinen weiteren Schaden anrichtet, War Prism wird bereits von der ersten Queen empfangen. Queen-Anzahl ist aktuell 3 Stück. Also gar nicht mal viel, sondern für jede Hatch ist eine da. Der Observer wurde noch gejagt von Corrosive Biles. Haben aber nicht getroffen. Adapts werden ausgeladen. Forge kommt jetzt, also deutlich später als in Map Nummer 1. Und die Drones in Gefahr. Die Adapts porten tatsächlich rein und können vom War Prism einfach evakuiert werden. 3 Drones rausgefokust. Schöne kleine Aktion, nicht wirklich groß Schaden abbekommen. Währenddessen die eigene dritte wird in Kürze fertig. Aber wie gesagt, Minbase hat da auch gleich die ersten Felder, die hier verschwinden. Gerade das hier mit 5 Mineralien, die noch drauf sind. 25 Probes hängen auch schon an der Natural ab. Also die leidet dadurch auch ein bisschen mehr. Adeptmasse lebt halt immer noch. 18 Stück. Zudem jetzt 2 Disruptor. Die wurden jetzt eingeladen, werden rausgeflogen. Da fahren die Probes jetzt weiter an die neue Basis. Ling checkt nochmal die Situation. Sieht, dass jetzt Stalker mit rankommen. Da kommt ein großer Run bei. Dafür kommt aber hier jetzt auch Bewegung rein. Adepts plus Disruptor gehen nach vorne. Währenddessen kommen Haufen Baninge für den Zerg. Hier wird der Creep jetzt angegriffen. Und da sieht man trotzdem die ganze Armee, die unterwegs ist. Ist die Zerg-Verteidigung genug? Ist die Frage. Klar, wenn die Baning auf die Adepts treffen, kann man da ziemliche Löcher reinsprengen. Aber erstmal trifft der Disruptor und sprengt ein Loch in die Zerg. Dieses Mal gibt es einen Runby. Der wird aber von Stalkern abgewehrt. Das heißt, auch da passiert nicht so viel Damage. Die Adepts werden jetzt aber zurückgezogen. Solange die Disruptor nicht verfügbar sind, haben die Adepts jetzt nicht unbedingt Bock zu kämpfen. Bock, Drones zu snipen schon, aber nicht einen direkten Kampf sich zu liefern. Mit dieser Zerg-Army. Das nächste ist ein Kolosser, der plant plus 1 Attack und Koloss Range kommt. Zudem noch mehr Probes und da geht's auch, oder ging's kurz, an die Drones. Checken das gerade mal nochmal. Das war das War Prism, das da rangeflogen ist. Das war noch die Aktion von vorher. Wir sind ein gutes Stück zurückgesprungen. Das macht das irgendwie mal so 20 Sekunden setzen bis zu einem gewissen Marker. So, und okay, das War Prism kam von der Seite und das Disruptor Kugel 1, das Disruptor Kugel 2 hat er beide genutzt. Aber er hat einen Disruptor dafür verloren. Also am Ende gar nicht so der geile Trade, wenn man einen kompletten Disruptor dafür aufgibt. Die Dinger sind teuer. Und vor allem er baut das Kolosse, das heißt, da kommt dann auch kein weiterer Disruptor nach. Also ein Disruptor getauscht für 5 Drones. 61 zu 64 Worker gesamt. Mein Rex ist dieses Mal in einer etwas besseren Lage, würde ich behaupten. Sein Baning Speed ist jetzt ready. Er hat die gleiche Anzahl Basen, er geht schneller auf die vierte. Er hat eine Armee, die immer noch weiter wächst. Ja, das ist ein Koloss Transition, braucht aber noch ein bisschen. Koloss Range in ein paar Sekunden. Weapons 1 in ein paar Sekunden. Und dann haben wir gleich den zweiten Koloss mit auf dem Feld. Währenddessen kommt der Infestation Pit für den Zerg. Das Raptor Drop ist immer noch aktiv. Klar, Anti-Air ist Mangelware. Das heißt, das War Prism kann eigentlich tun und lassen, was es möchte. Aber die Disruptor Kugel, die geht ins Leere. Damit hat man wieder für einen Moment Ruhe. Und ein Runby wartet hier. Vielleicht auf die vierte dann. War Prism ist in der Gegend, das zu scouten. Und die Länge, wie man sieht, sie versuchen noch auszuweichen, dass das War Prism das eben nicht mitbekommt. Dass da ein ganzer Haufen an Einheiten rumsteht. Nicht nur ein einzelner Link, der da gerade losläuft. Der checkt nochmal die Lage, der sieht jetzt auch die neue Base. Moment der Ruhe zwischen den beiden, weil eben der Protoss möchte seine Kolosse ready haben. Und der Zerg möchte einfach mehr Masse sammeln. Er hat sich nämlich Stück für Stück den Max out. Aber ja, vierte Basis ist jetzt ein bekanntes Thema. Adept Runby wird losgeschickt. Mehr Linge, mehr Baninge, plus 1 Militex dauert auch nicht mehr so lange. Zerg Army in Bewegung und die Adepts werden schnell gefunden und dann auch recht schnell ausgeschaltet. Schaffen also nichts mit dem Runby, wenn das War Prism ist an den Baninge vorbeigekommen. Hat den Disrupt jetzt aber auch zu Hause gelassen. Stattdessen schnappt es sich hier ein paar Zealots, um für einen weiteren Counter-Attack hier unterwegs zu sein. Weitere Disruptor werden jetzt auch gebaut, nachdem die Kolosse stehen. 3 Kolosse sind da so das Ziel. Und dann geht es weiter mit Disruptor. Wenn das ein Charge kommt, plus 2 kommt, hier wird der Weg schon mal aufgemacht. Das heißt, man kann schneller zur vierten vom Protoss rüber und Ling Runby bis Baning Runby. Große Baning Runby jetzt unten vor der Natural stationiert. Drones kriegen ein bisschen Ärger. Baninge sprengen sich dann durch die Zealots durch. Also Rex hat das dieses Mal wirklich besser unter Kontrolle. 70 zu 77 Work, also da führt der Protoss ein weiteres Mal. Die Frage ist eben, wann schaltet Rex auf Attack um? Im Prinzip ist es gerade viel Vorbereitung. Er ist jetzt Next Out, mehr oder weniger. 2 Supply fehlen noch. Hive-Tech kommt aber auch noch mit dazu. Sein plus 2 Militex wird lange dauern. Die
Frage ist, wo rennt die Banige denn hin? Kommen die doch bis zur Natural, gehen die rein in die dritte? Zerg, Hauptdummy, da stellt sie sich auf für einen Angriff auf die vierte Basis. Also jetzt ist die Zeit gekommen, wo der Zerg aktiv wird. Und da kommt ein Schwall an Banes. Und da kommt Zerg an zwei verschiedenen Seiten mit richtig vielen Baningen. Die vierte wird evakuiert, die dritte kriegt dann ebenfalls Ärger. Das heißt, noch mehr Probes sind hier in Gefahr. 16 Probes down, 33 Probes, 41 Probes. Die Baningen sprengen dieses Mal voll durch. Das hätte sich Rex auch in der vorigen Map gewünscht. Sprengt wirklich über die Hälfte an Probes weg einfach. 38 verbleiben. Die Salads jagen wir, das sind auch die Drones. Die Drones leben aber noch. Die Salads werden gleich eingefangen von den Zerglingen mit Speed Upgrade. Ja, da waren sie blockiert. Da kommt sie nicht weiter. Die Protoss-Armee versucht sofort einen Counter anzusetzen. Weil klar, man darf jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. Der Zerg hat einiges an Army Supply geopfert. Die Schwäche muss man ausnutzen, da man eben auch viel Economy verloren hat. Jetzt kippt man das ein bisschen zurück. 15 Drones gehen drauf. Wieder die Linge rennen raus mit den Roaches, wollen aber die Protoss-Armee einfangen. Da rennt man drauf, überrascht den Protoss ein bisschen. Das schafft man einsetzende Kugel ab, die wird gesprengt, bevor sie durchkommt. Die zweite Kugel geht ins Leere, die dritte Kugel überlegt sich, wo es rangehen soll. Ah, jetzt kommen die Baninge wieder so. Stalker blinken nach hinten. Die Kolosse sind aber schon angeschlagen. Die Protoss-Armee wird hier aufgerieben von der Zerg-Armee. Da bleibt nicht viel Protoss übrig. Ein paar Stalker noch in diesen angeschlagen. Wop ist ein Schild da drüben ebenfalls. Das heißt, da kommt auch kein weiterer Counter-Attack. Die Stalker werden komplett weggefressen. Da bleibt fast gar nichts von der Protoss-Armee übrig. Es kommt ein neuer Stalker-Wop, es kommen die Tees. Aber die Economy von Protoss ist halt trotzdem schwächer, hat trotzdem deutlich mehr Worker verloren. Und dieses Mal hat die Rex-Aktion funktioniert. Ein großer Schlag, Baninge von zwei Seiten. Die Probes ja hatten da keinen guten Fluchtweg. Ich meine, die mussten irgendwie runter zur dritten. Problem ist, die dritte hat ebenfalls Baninge von der Seite bekommen. Und dann war da einfach eine Blockade, die sehr, sehr viele Probes rausgenommen hat in sehr kurzer Zeit. Und dann die Protoss-Army wollte hier kämpfen, wurde dann aber auch eben ein bisschen überrascht. Da war noch Creep da. Da kam die Zerg-Army von mehreren Seiten, hat einen guten Kampf bekommen, hat das Chapter rausgeschaltet, bevor die Kugeln durchgekommen sind, bevor da was wegexplodiert ist. Und somit macht Rex da das 1:1 klar. Also dieses Mal hat sich deutlich besser gefangen von der Niederlage der ersten Karte. Damit Entscheidungskarte Altitude. Einer von den beiden fliegt raus, der andere kommt eine weitere Runde, hat noch eine Chance, sich zu qualifizieren. Und wir haben wieder einige Linge hier im Einsatz für Rex. Ist bei 8 Stück mit nochmal Zandwix, also dieselben Linge wie von der vorigen Karte. Die ersten beiden sagen ja schon mal Hallo, sehen das zweite Gateway, sehen eine Wall mit einem Stalker im Weg. Adept wartet da auch zu Hause. Also es gibt dieses Mal keine Protoss-Präsenz auf der Map. Die Probe war da das einzige. Dafür gibt es dieses Mal aber das Stargate. Also der Tech ist dann doch der Klassiker. Die Linge rennt jetzt hier mal an. Die haben ihr Speed-Upgrade. Und da macht man ein bisschen Druck. Aber Schildbatterie, Stalker, dahinter wäre noch ein Adept. Das hält komplett für den Protoss. Das heißt, Rex kann jetzt für sich aus Kurskorrektur machen. Oder er macht das hier. Er morpht einen Drop, Overlord. Das sieht man auch nicht mehr so häufig. Oder das sieht man generell nicht so oft. Und ja, Overlord mit dem Ling-Express. Einmal hoch die Rampe rein in die Mainbase. Zwei Adepts warten da. Die sehen das jetzt auch, dass dann Overlord angeflogen kommt. Der sieht anders aus. Der kann droppen und der droppt Linge. 8 Stück. Zwei Adepts versuchen sich jetzt dagegen zu wehren. Wollen im besten Fall nicht surrounded werden. Die Linge rennen runter, rennen rüber. Und Natural ist halt die Schildbatterie im Weg. Wird jetzt das Voidway auch gescoutet, dass das Stargate gerade baut. Der Stalker wird auch kurz angeknabbert. Der Schildbatterie geht hier einfach wenig. Das Linge machen keinen so großen Effekt dieses Mal. Die Adepts jagen hinterher, zerlegen die nach und nach. Und das sind dann alles, ja, frühe Drones hätten das sein können für Rex. Das sind sie jetzt halt nicht. Die Linge werden es nicht überstehen. Sie werden nochmal Adepts rangeholt. Und dann das Voidray fliegt hier los, sucht nach dem Drop Overlord, der jetzt versucht gerade abzuhauen. Da steht noch ein Link rum. Der Overlord, also jetzt Overseer, versucht ebenfalls gerade sich rauszuhalten aus der ganzen Geschichte. Dritte Basis kommt. Hydra dann kommt auch direkt. Also der schnelle Konter, der schnelle Anti-Air, um auf das Stargate eine Antwort zu haben. Währenddessen kommt aber Twilight Council wieder für SCV. Er mag sein Twilight. Und die Adepts wollen sich dann auch noch auf die Map begeben. Jetzt, wo die Link-Gefahr auch gerade nicht so groß ist. Die werden allerdings nachgebaut. 16 Stück. Resending Glaives startet auch ein weiteres Mal. Overseer will dann scouten. Der in Link scoutet da auch gerade noch an der Protoss Natural. Kommt aber nicht rein. Ja, die Adepts sagen hier mal kurz Hallo. Und suchen eine Möglichkeit, Drones anzugreifen. Werden erstmal keine finden. Aber sie versuchen. Okay, die Adepts springen trotzdem rein. Fokus jetzt hier also die Drones, aber 4 Adepts für 3 Drones. Er hat den Hydra-Tech dabei gesehen. Also immer noch ein bisschen Zusatzinfos, aber trotzdem, das war. Ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass er das macht, dass er einfach reinspringt. Aber hat die Adepts dafür geopfert. Und jetzt gibt es den Run mit den Lingen. Die Adepts hier zu zweit, dann zu viert. Hoffen, dass sie das verteidigen können. Wenn die Linge hier einen Surround kriegen, können sie sich trotzdem durchfressen. Vor allem, da kommen noch mehr Linge und Hydra. Also die dritte Basis wird höchstwahrscheinlich angegriffen. Wo hängt das Voidray eigentlich ab? Ah, das Voidray sucht noch. Also er hat jetzt seinen zweiten Kill. Hat nämlich den Overseer erwischt. Und die Linge sagen nochmal kurz Hallo zur Basis. Der Overlord tatsächlich hat es überlebt, der Drop Overlord. Und Resting Babes kommt in Kürze. Man hat jetzt schon
4 Adepts verloren. Das heißt, die Masse ist nicht mehr ganz so beeindruckend an Adepts. Sie könnte krasser sein. Und bei Resident Glaives auch hilft gegen Hydras, weil Hydras sind ebenfalls Light Armor. Das heißt, die Adepts machen da ihren Bonus-Damage dagegen. Resident Glaives ist da, Hydra Speed aber auch gleich und es kommt halt richtig viel Zerg Army Masse wieder. Also ein weiteres Marex. Low Drones, aber dafür die Armee steht. Und die ist ordentlich. So ein ganz anderer Spielstil. So, wir haben 15 Adepts unterwegs. Wie gesagt, da sind bereits 4 draufgegangen. Das könnten mehr sein. Da kommt aber dann Creep. Was nicht da ist, sind Baninge. Baninge wären eine gute Lösung gegen viele Adepts, aber die kriegt man so schnell nicht mit dazu. Die Adepts überlegen, sollen sie reinporten? Sie porten rein, aber da steht halt die Zerg-Armee bereit. Da arbeitet man sich durch die ersten Hydras durch, aber Hydras plus Linge, die Adepts kommen hier nicht weg. Teleport ist auch kein Wetter und nichts, die kommen hier auch nicht raus. Die Adepts nehmen Einheiten mit, aber es sterben viele Adepts und ich glaube nicht, dass sich das gelohnt hat für SCV. Hat 13 Adepts verloren, hat 15 Dinge und 4 Hydras rausgenommen. Man sieht Resources Destroyed deutlich besser hier für den Zerg als für den Protoss. Und dann gibt es gleich noch Ärger an der dritten Basis, weil da ist es halt auch kein Army-Supply übrig. Das sind Schildbatterien. Das Void gibt sein Bestes, da wird es ein Recoil gezündet, um Highlighten ranzubringen. Und da kommen noch mehr Depths mit dazu. Da waren noch mal ein paar Depths. Und die stehen jetzt hier und versuchen die dritte zu schützen. Schildbatterie, die Overcharge wird auch aktiviert. Das heißt, die Zerg-Army kommt hier erstmal nicht durch. Wo waren die Adepts genau? Bevor die gerecalled wurden. Ah, die waren hier. Okay, die wollten gerade los. Also das war die nächste Welle. Die ist gerade rausgeportet. Ich hätte hier auf dem Mini hätte sich nicht auf dem Schirm. Und die wurden dann nach Hause geholt. Weil man die zu Hause dann doch gebraucht hat. Da kommt dann gleich der Recall. Darum ist der eine auch dann von der Seite reingelaufen. Der war auch Teil dieser Gruppe. Aber der wurde nicht vom Recall erfasst. Das heißt, der läuft dann hier gerade stumpf nach vorne. Und dann auch in seinen Tod. Weil da plötzlich sehr viele Hydras noch sind. Also SCV kann seine dritte am Leben halten. Muss aber dafür seine eigene Aktion abbrechen. Er hängt halt immer noch auf Adepts ab. Und je länger das Game geht, umso uncooler werden die. Ein bisschen den Roach-Effekt. Aber es gibt jetzt den Wechsel auf Kolosse. Kolosse können ziemlich mächtig sein gegen diese gesamte Armee. Gegen Ling und Hydra. Problem ist, es dauert halt, bis man das aufbaut. Die Adepts wollten wieder rausporten, haben das aber abgebrochen, denn die Zerg-Armee ist halt immer noch hier. Sprengt mal kurz den Stalker weg. Die ganze Wall wird kurz angeschossen. Ein paar Linge werden jetzt reingeschleust in die Natural. Schildbert, die Overcharge gerade nicht verfügbar. Die Linge rennen jetzt auch noch rein in die Main. Knabbern da weiter. Die Hydras pushen trotzdem. Man sieht, dass die Adepts sind nicht die große Gefahr. Die Dinge fressen an der Robo rum tatsächlich und die Robo verliert Schilde. Die Hydras währenddessen hauen auf den Nexus, bis auf die Einheiten am Nexus drauf. Der Nexus hat auch Schwierigkeiten, viele Schwierigkeiten beim Protoss generell. Man sieht, dass die dritte Basis, die Verteidigung, sie bröckelt, das Void Ray fällt, die Schildbatterien sind out of energy. Dann auch nochmal einzelne Adepts ran, aber die schaffen das gerade nicht. Der Koloss gibt jetzt sein Möglichstes, das zu verteidigen. Aber es stirbt mehr Pops, der Nexus lebt noch. Was können Hydras hier noch anrichten? Focus Fire auf den Nexus, ne, Focus Fire lieber auf den Koloss an der Seite. Die Adepts kämpfen gegen die Hydras. Es fehlt ein bisschen die Blockmasse vorne an Linge. Neuer Schildbatterie, die Overcharge kam jetzt mit dazu und damit kann das SCV ein weiteres Mal verteidigen. Aber unter hohen Verlusten, wo Verluste sind für beide Seiten ziemlich ordentlich. Und der SCV hat viel mehr Worker. Rex hat keine weiteren Drones gebaut. Er ist immer noch bei 38. Inzwischen sind 60 Probes auf dem Feld. Aber man sieht, die Protoss haben jetzt, wenn wieder ein paar Linge mit dabei sind, sorgt das für Probleme. Der Koloss ist fast allein. Zwei Adepts und ein Stalker noch mit dabei. Aber SCV überlebt das ein weiteres Mal und Rex hat halt immer noch seine 37 Drones, also kein, ja, kein gutes Mining einfach. Protoss ist deutlich vorne in der Eco und es wird jetzt ein Ningram bei hier gestartet. Also am Ende nicht krass genug durchgebrochen. Er hätte fast den Nexus snipen müssen, damit das funktioniert. Die Robo hat er halt auch nicht bekommen, also da ist vieles nicht so ganz zusammengelaufen für Rex. Die Wall hat einen neuen Stalker, die Schildbatterie ist immer noch mit dabei, das heißt, die Dinge kommen hier nicht rein. Die Sorgami hält sich jetzt erstmal zurück und es kommen Lurker. Das könnte ein Werkzeug werden, das mit einer schlechten Economy hilft, weil Lurker sind normalerweise ziemlich kosteneffizient. Und da sollen auch nochmal ein paar Depths rausgeschickt werden. Blink folgt als Upgrade. Eine Forge kommt dann auch und das Game entwickelt jetzt erstmal eine kleine Phase lang. Mehr Drones kriegen wir auch. Aber Rex Economy ist aber noch ziemlich spärlich angesiedelt. 46 Drones ist... Als würde ein bisschen Brood War spielen, muss man da fast sagen. Das ist so Brood War Zerg Ding mit den wenigen Drones oder verhältnismäßig wenigen Drones. Aber dann hat man die Lurker mit dabei. Mal gucken, ob das funktioniert gegen die Protoss Army. Die Protoss Army ist noch komplett bodenbasiert, es läuft noch alles. Das heißt, die Lurker sind auf jeden Fall effektiv dagegen. Lurker, dann wurde jetzt gescoutet, Adapt Sport mal kurz rein. Schaffen eine Drone, Rest wird geblockt. Mehr gibt's nicht. Hallucination scoutet dann nochmal raus. Und die ersten 4 Lurker sind jetzt da. Nächsten Lurker kommen wir dazu. Hydra Range folgt dann auch noch. Wir haben aktuell 2 Kolosse, ne, 3 Kolosse mit Range unterwegs. Charge folgt. Die Adepts porten wieder raus, wollen einen weiteren Runby starten. Der, sieht der Overlord das? Overlord sieht das. Also das sollte Rex sogar wissen, dass da wieder Adepts ankommen.
auf seiner Seite. Er hat selber noch keine vierte unterwegs, aber er plant dafür, wie man gerade sehen kann. Man kann die Adepts hier theoretisch abfangen, wenn sie den Highground hochholen. Er rennt den einfach schon direkt entgegen. Das ist ein Alternativplan. Wir werden jetzt aber gerade kontrolliert und Teleport läuft. Das können sie aber canceln. Damit trotzdem einfach hier bleiben an der Ecke. Patrouillieren hier dann tatsächlich. Mit Brutus Hauptarmee jetzt auch in Bewegung. Es ist trotzdem einiges an Zerg Army Supply da. Das darf man nicht unterschätzen. 6 Lurker, aber die haben noch keine Upgrades. Also, ja, es fehlt der Hive-Tag dafür. Für Adaptive Talents und Seismic Spines. Dafür die Zerg Army. Okay, gibt es da vielleicht einfach einen Counter-Attack? Die vierte kriegt jetzt ein bisschen Gesellschaft. Die Adepts mit dem nächsten Teleport Richtung Natural. Wird aber nicht durchgezogen, wird gecancelt. Protoss Hauptarmy steht hier immer noch am Rande vom Creep in der Nähe der dritten Basis. Und die Linge Hydras Lurker, die pushen auf die dritte von Protoss. Er hat inzwischen die vierte auch schon stehend. Also es sind immer noch deutlich mehr Worker, aber die dritte hat das Problem. Jetzt hier rein recallen möchte man nicht, dafür gibt es den Attack auf das Zerg-Gebiet. Aber auch hier sind Lurker defensiv. Und Lurker defensiv sind ziemlich gefährlich. Die Stalker kriegen ein bisschen Damage ab. Die Klosse lasern aber trotzdem was das Zerg hat. Die dritte ist nicht zu retten. Die wird gesniped. Während es in die Adepts gehen, aber ebenfalls rein, sind ein Netzspiel drin. Es sterben Worker. Die dritte wird verteidigt. Also die Zerg-Defense hier hält und hier nimmt sie eine komplette Base raus. Aber wie viele Drones gehen dabei drauf? Bis jetzt sind es schon 10 Stück. Adepts port nochmal rüber in die Main Base. Die Drones klammern sich da schon alle ans Vespingas, dass sie nicht gesniped werden. Adepts jagen trotzdem noch hinterher. Damit 10 Kills zu 11 Kills an den Workern. Aber Rex hat weniger. Das heißt, er verliert da prozentual mehr von seiner Economy. Dafür hat er eine Basis mit ausgeschaltet. Also am Ende des Tages ist es für einen Zerg, denke ich, okay. Die Adepts werden dann auch noch gleich aufgeräumt, nehmen aber nochmal ein paar Kills mit. 13 Drones dann. Wir sind bei 49 zu 68 gerade. Vierte Basis vom Zerg ist jetzt auch aktiv. Army Supplies auf beiden Seiten ein bisschen abwärts gegangen. Aber wir hatten ein bisschen tote Infrastruktur beim Protoss. Die Robo ist gestorben und eben wichtigerweise der Nexus, das heißt das Mining. Es war ein riesen Mining-Vorteil kurz davor da, jetzt ist es stark abgedämpft für die nächste Zeit, bis der Nexus wieder steht. Neue Robos werden gebaut und die Zerg-Army hat sich hier ein weiteres Mal gehalten. Also trotz allem, es funktioniert irgendwie für Rex, hat aber immer noch weniger Worker als SCV. Ein weiterer großer Lingnomber hier unterwegs. Vierte Basis hat ein paar Cannons. Schildbatterie immer dabei, Protoss Army steht jetzt eben zu Hause. Oh, gut, der Stalker. Er nutzt nochmal Blink. Aber Blink ist jetzt auf Cooldown, die Linke sind trotzdem schneller. Da kommt der Surround und der Stalker überlebt das nicht. Ein bisschen Creep Highway zur dritten Basis auch, dass man möglichst schnell da drüben ist, um die Basis wieder anzugreifen. Slide Runby wartet hier und da kommt der Hive Tech und noch ein Roach Warren. Zu dem Spinecrawler an der neuen Basis mit Spockcrawler, dass da nicht so viel schief geht. Die Salads werden da gefunden. Die Linge starten ihren Runby auf die dritte. Das wird aber soweit abgewehrt. Die Salads müssen aufpassen, weil gegen die Hydras und Lurker machen sie nicht viel. Aber das ist nicht so viel an Masse. Und ohne die Linge muss der Trupp auch aufpassen. Die Linge wollen aber wieder an die dritte ran. Also Rex spielt da jetzt gerade ziemlich frech. Link verteidigt das. Die Basis ist online. Cannons, Schildbatterien mit dabei. Dafür die Salads versuchen es noch mit ihrem Runby. Haben das auch noch nicht aufgegeben, das Thema, könnten aber gleich von den Lingen surrounded werden. Die kommen gerade zurück und stellen sich dem in den Weg. Ja, dann sind die Salads so ziemlich Geschichte. Schlagen nochmal ein paar Linge weg, aber mit den Hydras ist der Kampf kein Problem. Die neue Basis ist jetzt etabliert und es kommen mehr Drones. Und tatsächlich, Rex wird mehr Worker haben als der Protoss. Man kann es ja gar nicht glauben, aber es wird gleich der Fall sein mit dem nächsten Set. Ja, 76 jetzt zu 71. Und da kommen dann die Hive-Upgrades. Da kommt Adrenal Glands, da kommt Seismic Spines. Da kommen noch mehr Lurker. Also, der Zerg kriegt seinen Power Spike. Die Frage ist, wie reagiert SCV da drauf? Der baut Disruptor, der baut Immortals. Observer Speed plus 2 Attack. Es kommt ein Temple Archive mit dazu. Da die Kolosse noch. Hat schon einige Disruptor hier auch. 7 sind schon raschen auf dem Feld. Und man kann mit Disruptern gegen Lurker kämpfen. Das dauert halt ein bisschen. Außer man findet alle Lurker geklumpt und kann zwei Kugeln da reinjagen. Vipern kriegen wir jetzt aber auch, dass wiederum die Disruptor gekontert werden können. Da sieht man, Runby ist an den. In der defensiven Struktur hier draufgegangen. Kriegen ein weiteres Stargate. Steht da schon eins. Wenn fliegende Einheiten sind ein Ding, wogegen die Lurker nichts machen können. Aber der Wechsel auf fliegende Einheiten dauert für den Protoss sehr, sehr lange. 72, 72 Workers. Halt man bei. Wird direkt zurück an die Basis gescheucht. Das sind so viele Lurker inzwischen im Einsatz. 18 Lurker auf dem Feld. Quasi keine Hydras mehr. Seismic Spines ist da, Adaptive Talents kommt auch noch. Die Dinge werden auch stärker mit ihrem Adrenal Glands. Baning Vest folgt dann noch, neue Basis kommt für Rex. Und wir haben ein bisschen den Deciders Map Effekt, von wegen jetzt bloß nichts überstürzen. Weiter aufbauen. Es kommt der Fleet Beacon noch mit dazu. Also wir wandern da in großen Schritten aufs Late Game zu. Drittes Star geht auch mit unterwegs. Also es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis da die fliegenden Einheiten kommen, wenn da schon so viel Vorbereitung herrscht. Salad Run by. Schlägt sich da noch drauf ab. Wir sind basentechnisch eigentlich noch nicht so krass unterwegs. Wir haben 4 Basen beim Protoss, 4 Basen beim Zerg mit einer 5. die jetzt steht. Worker Counts sind, ja, okay.
So drei Basen bis vier Basen Worker Count. Zerg hat jetzt tatsächlich mal Mining-Vorteil. Etwas, was er am Anfang überhaupt nicht hatte. Und wie man sieht, Supply nähert sich dem Max out. So, da fehlt nicht mehr viel. Drüben gibt es den Celadron bei. Die Lurker aber stacheln sich durch die Drones nicht großartig in Gefahr. Die Lurker regeln das, aber dafür Carrier werden jetzt gebaut. Die ersten beiden sind unterwegs. Die Sorgen bewegt sich aber auch, weil beide sind maxed. Eine Bank sammelt sich. Economies sind da noch stark genug, um das alles zu versorgen. Klar, Mainbase Naturals sind nicht mehr so toll unterwegs. Gott, die Natural hat schon mächtig gelitten. Aber Vipern haben natürlich Energie gesaugt. Und Vipern sind alle drei voll. Da kommen jetzt die Disruptor, wie man sehen kann. Da wird ein Abduct, mehrere Abducts gezündet auf die ganzen Disruptor. Dafür einer überlebt sogar. Ein Overseer stirbt. Ein paar Lurker hat das aber auch gekostet. Es gibt einen Runway währenddessen auf der anderen Seite. Tatsächlich hat vier Lurker gekostet. Die ganze Basis wird gecancelt mit allem drum und dran. Einzig der Pylon war schon fertig. Und dann kommen hier ein paar Salets. Da wird aber noch Baninge gemorpht. Also das wird ein größeres Problem, dieser Runway. Weil das man sieht, dass das Units-Tab ist inzwischen sehr breit gefächert. Weil es noch eine Hydra da, die ist nicht so wichtig. Protoss Army da auch steht. Aber steht eigentlich an der falschen Seite, weil hier dieser Runway wird wehtun. Die Salets werden das noch nicht aufhalten. Immerhin, es ist noch kein Baning-Speed da, aber die Salets starten jetzt einfach mutig in ihren Tod. Und die Cannons versuchen das aufzuhalten. Die Baninge kommen trotzdem dann. 9 Probes sind down. Dafür die Protoss Army wollte sich hier ein bisschen präsentieren. Man kann da auch den Kühlturm umwerfen. Der fällt dann auf den Zelnaga-Turm. Dann ist der weg. Weitere Disruptor werden eingesetzt, aber treffen nicht die Lurker. Die Lurker pushen und pushen. Nochmal zwei Kugeln gehen ran. Ein Lurker weniger. Die Vipern wollen es wissen. Vipe 1, Viper 2 wird gesniped. Dafür der Ningman bei wollte sich auch in Bewegung setzen. Da gab es gerade auf der anderen Seite Probleme. Die haben, glaube ich, nur Salads gefressen. Das war die vorherige Aktion mit den Baningen. Das habe ich eben noch gesehen. Da war neue Baning gemorpht. Okay, da gab es noch mehr Salads. Plus drei Weapons auch jetzt fertig auf den Salads. Die sind dann hier reingelaufen. Aber die treffen, wie gesagt, auf Baninge. Und Salads haben eigentlich keinen Bock, gegen Banes zu kämpfen. Das endet immer in einer Katastrophe und in dem Fall auch die ganze Zelle-Truppe geht drauf. Immerhin, man hat die Vipern bekommen, die richtig teuren Einheiten. Die Circle nähert sich trotzdem neuen Protospaces an und die Link-Baning-Masse wollte auch die Basis noch überfallen. Die Baning kommen da auch rein. Oh Gott, die Probes werden weggesprengt, 9 Stück. Die Linge werden aber aufgehalten. Schiffer, die Overcharge plus Cannon plus Stalker sind genug. Die Cannon, die überlebt das sogar. Die Carrier zeigen es jetzt zum ersten Mal. Gab es hier währenddessen noch eine Sprengung? Das waren die Vipern. Das ist eben genau der Punkt, dass die. Dass die Rücksprungfunktion immer größere Sätze macht, als man das manchmal möchte. Und okay, da wurde abgehört. Okay, ein Lurker hat es gekostet. Supply ist gleich auf. Supply, die Geldreserven sind noch ein bisschen. Okay, nochmal ein Lurker ging drauf. Und ein dritter Kill könnte es auch noch geben. Die Sorgami versucht zurückzukommen. Die Sattel chargen aber und nochmal ein Lurker weniger. Creep wird auch abgeräumt. Also SV mit dem Counter-Attack hier holt er seine Carrier nach und nach mit dazu. Hat aktuell zwei Stück, baut drei mehr. Engine werden weggesniped, der Creep wurde noch nicht geräumt. Und da gibt es den nächsten Runby an Zerglinge. Neue Basis kommt jetzt hier außen. 53 zu 75 Worker, setzt tatsächlich Rex mit deutlich besserer Economy. Krass, wie sich das komplett gedreht hat. Von 1500 Protoss zu 1500 Zerg. Also ein Schwing von 3000 Ressourcen pro Minute, das ist schon ziemlich krass. Und da kommt dann noch mehr Tech, nämlich Greater Spire folgt. Und weitere Tech-Upgrades auf der Zerg-Seite. Lurker wieder in Bewegung. Protoss Army hat eben noch nicht die kritische Masse. Carrier, das dauert einfach. Das ist das Angesprochene. Sich auf Carrier zu wechseln. Ja, die sind ziemlich krass, aber es dauert halt ewig, bis die genügend Masse vorhanden sind. Hier werden weitere Kugeln reingejagt. Die Sorgami greift trotzdem den Nexus an und den Probes auch auf der anderen Seite. Wir bleiben erstmal beim Nexus hier und dem Probes hier, aber die werden auch sehr, sehr krass weggefarmt. Da sind jetzt die Carrier mit drin. Antia ist nicht viel da. Das heißt, man könnte die Carrier jetzt recht offensiv einsetzen. Hydras werden jetzt erst nachgebaut. Corrupted sind keine vorhanden. Aber das ist nicht der einzige Damage, der für den Protoss passiert ist, denn dieser Baning Runby stand auch bereit. Da waren Stalker auch, wie man sieht. Cannon, Schildbatterie, also mehr Verteidigung, um die Basis zu schützen, um die Probes zu schützen. Da sind einfach so viele Banes, die da reingeschickt werden. Und die kann man nicht alle aufhalten, außer man hat besseres Building Placement, um das zu blocken. Das heißt, da rollt man einfach durch. Cannons fallen auch auseinander. Die Stalker halten aber die Stellung. Und hinten sind da noch Linge, die nochmal zu Baningen werfen. Und die Linge hier werden abgefangen. Das ist doch okay, dann zumindest den Rest. Aber das kostet SCV weitere Economy. Dafür werden die Vipern kurz gespendet. Da beschwert man sich auch nicht als Protoss, wenn man drei Viper nochmal geschenkt bekommt. Das sind gute Vespingas-Kosten. Und man sieht, Rex schwimmt jetzt nicht unbedingt im Vespingas. Das war dann doch teuer. Aber er hat insgesamt, ne, tatsächlich SCV hat insgesamt mehr Ressourcen zerstört. Einfach, ja, die Vipern schlagen ziemlich zu Buche bei den 1700. 23 zu 20.000 Ressourcen lost gesamt und Ling Runby zwischendrin, zwischen allem. Carry ist jetzt auch nicht so spektakulär gegen Linge. Die Linge haben plus 1 von der Dreener Glance, also deren Damage geht auch noch besser. Gott, der Mining-Vorteil ist noch weiter gewachsen. Also die letzten 5 Minuten sind mining-technisch eine Katastrophe für den Protoss und das wird tendenziell schlimmer, weil die Linge sind hier. Die Linge fressen sich auch durch Cannons durch. Das heißt, noch mehr Probes in Gefahr. Die Shipper, die hat zwar overcharged, aber kann damit auch nicht alles retten. Tatsächlich, es bringt genügend Zeit, dass sich
die Linge erstmal zurückziehen, als Stalker dann doch eine Präsenz zeigen. Aber die Linge ist immer noch da und Schipper, die Overcharge ist gerade abgelaufen. Das heißt, es ist kaum Overcharge dafür die Stalker, aber die Position ist ihnen gut. Dafür der nächste Run hier oben. Die Basis ist kein Thema. Wird noch der Pylon weggefressen. Es kommt wieder mal ein verklickter Swarmhost hier für Rex. Und wie man sieht, die Bank ist nicht mehr da. Beiden sind auch nicht mehr voll maxed out. Hier die Linge versuchen ihr Bestes. Ja, es sind halt nur plus 1 Linge. Wenn das plus 3 Linge hätten, sind sie, glaube ich, schon längst durchgefressen durch das alles. Der Protoss hat nämlich kein Armor-Upgrade, hat nur Attack-Upgrades. Aber so halten die Stalker da die Stellung. Die Linge kriegen gleich plus 2. Jetzt ein Corruptor mit dem Einsatz. Server starten da vorne ein bisschen. Disruptor-Kugeln gehen hier mit rein. Die Hydras, die verteidigen. Aber nein, Disruptor springen auch ein paar Hydras aus dem Leben. Also die Protoss Feuerpower ist durchaus da. Das muss Rex respektieren. Aber er hat auch Werkzeuge dagegen. Er baut jetzt neue Vipern, weil er sie braucht, weil er sie halt wieder verloren hat. Das ist halt schon nervig, die neu aufzusetzen. Der Creep wird doch weniger und weniger. Die Archon-Wand da vorne ist ein Problem. Subtle-Kugel geht an den einen Lurker, killt den aber nicht, schon Zeus kommt. Und die Protoss-Army macht weiter Druck, wie man sieht. Die Zealots und Stalker, die dritte verteidigt haben, gehen jetzt auch nach vorne. Die Protoss-Economy ist schwach, das heißt, man versucht, die Zerg-Economy jetzt zu schwächen. Und da kommt so viel Protoss angewandert. Kann Rex das aufhalten? Weil da ist die Flanke jetzt offen zu seiner neuen Basis. Die Viper kriegt da auch direkt wieder Probleme. Da kommt der Run jetzt mit den Lurkern nach vorne. Die nächste Viper stirbt allerdings. Da kommt das Schaffner-Kugel mit rein. Kann die Zerg-Army das managen? Die Crafter fighten jetzt damit. Die Carrier teilen hier aus. Das Formus wird weggelasert. Die Basis da oben lebt tatsächlich noch. Aber es hat 24 Drones gekostet. Erstmal Rückzug der Protoss-Army. Die braucht die Stalker halt an den Carrier, damit man die Carrier besser verteidigen kann. Aber die Zerg-Economy, das hat auch mächtig gelitten. Die komplette Basis hier abgeräumt. Die Basis selbst lebt zwar noch, aber da wird nichts mehr gesammelt. So viel zum Mining-Vorteil. Das hat jetzt in den Griff bekommen. Der war am Eskalieren, aber das lief jetzt besser für SCV und nimmt die Basis dann auch noch raus. Rex hat dafür jetzt 10 Corruptors, 6 Lurker, morpht weitere Lurker, baut weitere Corruptor plus 3 Missile Texas noch unterwegs. Es ist auch sehr viel Feuerpower in der Zerg-Army. Es gibt einen weiteren Runway auf den neuen Nexus. Der wird gefressen, der wird nicht gecancelt. Und die Protoss-Army fühlt sich genötigt, weiter zu pushen und pusht da auch ran und durch die Lurker erstmal durch. Es sind nur noch 2 Lurker da. Die Zerg-Verteidigung scheint hier nicht stabil genug. Die Protoss-Army pusht hier weiter und Rex kriegt das nicht in den Griff. Sein Supply ist gedroppt einfach nur ins Bodenlose und damit hat er nicht genug SCV. Lasert sich am Ende doch hier durch. Wird stark bedrängt, verliert sehr viel Economy, aber kriegt die Kurve dank einfach einer stärkeren Armee und Rex war dafür noch nicht ganz bereit. Vor allem, weil er halt wirklich, hätte die Viper nicht so blöd verloren. Die wären zweimal sehr wichtig gewesen. Aber die Viper nachzubauen hat ihn einfach so viel gekostet. Und dann auch, es kostet halt auch wichtigerweise Zeit. Das ist ein großes Problem mit den Vipern, weil bis man die gebaut hat und bis die dann wieder Energie gesaugt haben, dafür geht so viel Zeit und das hat Zeit, in der die Protoss gesagt hat, jawohl, wir haben jetzt Bock zu kämpfen. Das ist halt wirklich den Punkt, wo er da erreicht hat. 160 Army Supply und kann losgehen. Es hat die Economy geschwächt, dafür die Army größer denn je und die Army rollt über den Zerg drüber und damit ist SCV derjenige, der hier Rex aus dem Turnier kickt, soweit ich das auf dem Schirm habe. Außer Rex hat da auch noch eine weitere Phase, der sich durchkämpfen kann. Das finden wir eventuell später raus. Am Ende waren es 58 zu 46 tote Worker. Dreimal Nexus gesniped, einmal Hatchery gesniped, der eine Swarm muss da mittendrin. Die Lurker, der Lurker Hydra Power Spike, aber dann eben die neuen Vipern. Die Vipern haben halt überhaupt nicht viel gerissen. Ja, es gab ein paar vereinzelte Abducts. Aber insgesamt haben die Vipern nicht wirklich viel gemanagt. Die wurden hauptsächlich weggesniped. Die sind ja, drei sind komplett blöd in die Stalk geflogen. Die anderen drei haben sich auch sehr weit vorgewagt. Und dann die letzten drei, die waren dann hier in dem Kampf im Einsatz. Aber die kann man auch nie wirklich zum Spellcasten. Die hatten nicht mehr volle Energie für den Zweck. Also ja, die Spellcaster war nicht, weil die Protoss-Army war es schon. Und somit gewinnt hier der Protoss. Das ist mir. Bis zum nächsten Mal und tschüss.